Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Freelancer. Wir starten jetzt ins All, wo wir Razor One treffen. Freelancer Alpha 1-1, hier Kali. Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen. Colonel Krebs bat mich, Sie aus dem System zu eskortieren. Was ist Ihr Ziel? Wir müssen in den Kusari-Raum. Sie haben Glück. Ein Sprungloch in der Nähe bringt Sie im Handumdrehen dorthin. Folgen Sie mir. Okay. Moment, folgen Sie mir? Wirklich? Nein, nicht wirklich. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich einfach mal hier Formation machen könnte. Nein, ich muss in Wirklichkeit wieder vorfliegen. Trent, wir müssen schneller sein. Ich kann nicht schneller und soweit ich weiß, kann kein Schiff schneller fliegen als diese Reisegeschwindigkeit. Also geh mir bitte nicht auf die Triebwerke. Chris konnte seinen Agenten Fürst Takera kontaktieren. Er erwartet Sie auf dem Planeten Kyushu. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie den Proteus-Band haben. Inzwischen studieren Sinclair und ich weiterhin das Artefakt. Viel Glück. Wir melden uns bald wieder, Professor. Na? Docken wir schon an? Wahrscheinlich. Oh. Andocken nicht gestattet. Aha. Hier trennen sich unsere Wege. Dieses Sprungloch führt direkt nach Kyushu. Viel Glück für Sie. Danke. Okay, Trent. Los geht's. Andocken nicht gestattet. Andocken. Ah, na also. Auf nach Kyushu. Wo sich unsere Wege trennen. Wir sind im Oka-Staubfeld. Wir fliegen den Planeten Aso an und nehmen dort die Handelsroute nach Kyushu. Wenn du das sagst, dann wird's wohl stimmen. 20 Kilometer, warum bauen die kein Sprungtor hier direkt? Ach so, wir sind ja durch ein inoffizielles Sprungtor hierher gekommen. Okay, dann macht es sogar Sinn. Ja, ist okay. Tau 29 Sprungtor. Hier sind ganz schön viele kleine Steinchen. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Aha. Ich frage mich, ist das noch die gleiche Mission? Oder ist das schon die nächste? Dadurch, dass wir während der Mission eine Stufe aufgestiegen sind, bin ich mir da jetzt nicht sicher. Aber wird schon passen. Also, ist ja auch egal im Endeffekt. Mich würde es nur interessieren. Andocken. Andocken verweigert. Nein, zum Glück nicht. Komisch, als ich jünger war, bin ich in dem Asteroidenfeld herumgeflogen. Meine Großmutter lebt in der Station Tsushima über Aso. Ich war seit über 10 Jahren nicht mehr dort. Wir können doch mal vorbeischauen, wenn du willst. Wobei ich nicht weiß, wenn du seit 10 Jahren nicht mehr dort warst, könnte es sein, Gott behüte, aber könnte es sein, dass deine Großmutter vielleicht irgendwie... Ich meine, Großmütter sind alt und so. Weißt du, was ich meine? Es tut mir leid. Ich wollte das Thema gar nicht aufmachen. Wahrscheinlich geht's ja gut. Aber wir können gern vorbeifliegen, Juni. Chun. Oder so. Wir sind fast da. Benutzen Sie die Handelsroute nach Kyushu. Nach Kyushu? Aber was, wenn ich mal hier kurz zwischenlanden würde gern? Darf ich? Ganz kurz nur. Andocken. Kleiner Zwischenstopp. Andocken nicht gestattet. Okay, dann halt nicht. Andocken. Ich dachte, wir könnten kurz einen Abstecher machen. Aber nein. Wahrscheinlich erst, nachdem wir auf Kyushu waren. Irgendwie ist die Stimmung hier, die Musik ist gerade so ruhig und es passiert nichts. Ich werde echt ein bisschen müde gerade. Angenehm müde. Nicht irgendwie müde, eher so kuschelig müde. Ich hätte jetzt gerne Decke und einen Kakao. Und Kekse. Oh, hätte ich jetzt gern Kekse. Space-Kekse. Ich habe leider keine Kekse. Das ist echt ein schweres Trent, Schicksal. Sie landen und ich folge Ihnen. Fürst Takera wartet in der Bar auf uns. Na dann. Bestätigt. Anflugerlaubnis zum Landepunkt erteilt. Sie dürfen jetzt zum Landepunkt. Danke.
Andocken eingeleitet. Mr. Trent? Miss Zane? Man sagte mir, dass Sie kommen würden. Ich bin Fürst Hakera, Präfekt von Honshu. Gibt es ein Problem? Nein, ich habe Sie mir nur anders vorgestellt. Sie haben einen Terroristen erwartet. Ich diene dem Orden, um meinem Volk zu helfen, Mr. Trent. Ich weiß, dass Sie wegen des Proteus-Bandes hier sind. Das wird leider nicht so einfach. Die Artefakte im Museum stehen unter verschärfter Beobachtung. Wir werden eine Sondergenehmigung brauchen, um Zugang zu bekommen. Fürst Hakera. Bitte entschuldigen Sie mich, ich habe den Kontakt zu einem meiner Agenten in Rheinland verloren. Vielleicht sind das Neuigkeiten. Ich melde mich, sobald ich Zugang zum Proteus-Band habe. Das war's? Sollen wir jetzt rumsitzen und warten? Na klar doch, ich habe ebenfalls so meine Kontakte. Aber um die zu erreichen, müssen wir uns trennen. Was soll ich denn tun, während Sie unterwegs sind? Passen Sie sich an, suchen Sie sich vielleicht Arbeit. So wie es sich anhört, könnte das hier länger dauern. Keine Sorge, ich bin nicht bald weg. Spielerstufe 13. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt leveln wir schneller hoch wie... wir müssen jetzt erstmal ganz schön Kohle scheffeln, bevor es weitergeht. Na dann, scheffeln wir mal fleißig. Schauen wir mal, Schiffshändler, jetzt wird's interessant. Oh, was haben wir denn hier? Frische Schiffe. Fischers Fritz fischt frische Schiffe. 2 leichte Jäger, Habicht und Ratte oder den schweren Jäger Barracuda. Hier ist überhaupt kein Handelsschiff dabei. Hier geht's gleich zum schweren Jäger. Der ist aber so purzteuer, dass wir uns den erstmal nicht leisten können. Hat auch nur 6 Geschützturmplätze. Fast ein bisschen enttäuscht. 6 Geschützplätzchen. Die anderen haben nur 4 wahrscheinlich. Die kaufen wir uns gar nicht. Oh, warte mal. Der Verrechnungswert des alten Schiffes plus der Wert der Ausrüstung, bla 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 bla, reicht nicht zum Kauf. Ach so, das könnten wir uns kaufen. Machen wir nicht, aber ich sage ja nur. Auf jeden Fall hat das deutlich mehr Panzerung, besseren Ladeblaum und vor allem ist die optimale Waffenklasse 4 und es geht maximal bis 6. Also sparen wir auf den Barracuda. Den hätte ich gerne. Das ist cool. Ich hätte die Sequenz gar nicht wegdrücken müssen. Ich war schon so gewohnt, dass ich auf Escape drücke, aber jetzt sind wir ja quasi in einem neuen Gebiet mit ganz neuen Animationen und vor allem Animationen, sage ich schon. Oh, ich bin verwirrt. Nein, ich meine mit einem neuen Stil. Da hätte ich es mir echt fast gern angesehen, was hier so passiert, aber gut. Ah ja, ich lass mal laufen. Von den Briten zu den Chinesen vielleicht, irgendwie so asiatisch. Ich kann das teilweise schwer abgrenzen. Ich kenne es ja auch nur aus Film und Fernsehen, die Kulturen. So, sehr klischeehaft auch. Sauerstoff kann man hier scheinbar billig einkaufen, aber lohnt es sich, die zu verkaufen irgendwo? Naja, ich meine theoretisch, wir haben halt einen kleinen Laderaum. Aber prozentual würden wir halt, wenn wir das in Tau 23 verkaufen, würden wir das 10-fache des Einkaufspreises erhalten. Das ist zwar ziemlich gut, aber wir reden halt trotzdem immer noch von kleinen Würstchen. Triebwerkteile kann man auch sehr billig kaufen. Oh mein Gott, wo ist denn die Basis Mactan Magellan? Weil das lohnt sich schon ziemlich. Den Frachtraum vollladen mit 22 Stück und dann kriegen wir im Grunde das 4-fache wieder raus. Das wird sich tatsächlich lohnen. Aber wo ist, ich muss mal gucken, Basis Magdan im Magellan-System. Wo war das Magellan-System? Da müssen wir erstmal gucken. Wo sind wir? Wir sind... Hier oben. Ach, das habe ich ganz falsch eingeschätzt. Wo ist das Magellan-System? Hier. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Magellan-System New York
Ah, ich befürchte, das gehört noch zu den... Nee, Magellan, New York. Gehört Magellan jetzt zu den Bretoniern oder ist das Liberty? Schwer zu sagen, wenn dieser Nebel hier bretonisches Gebiet ist, dann gehört Magellan zu den Bretoniern. Ich kann auch gerade mit dem Begriff Magellan nichts anfangen und das leider nicht einordnen. Also so, ne? Kulturell betrachtet. Das könnte schon noch Liberty sein. Und dann kann ich da eventuell nicht hinfliegen und dann hätte ich ein Problem. Weil dann sitzen wir halt auf unserer Ware. Aber theoretisch... 1, 2, 3, 4, 5 Sprünge. Naja, es wäre zwar schon ein Stückchen, aber theoretisch könnte man das schon machen, oder? Jetzt wartet mal kurz. Ich muss mal gucken, wo genau eigentlich im Magellan-System. Das wäre halt schon, da wären wir auf einen Schlag, hätten wir halt gleich mal ein paar 10.000 verdient. Das würde uns dem Barracuda schon einen großen Schritt näher bringen. Wo kann man denn die noch gut verkaufen? Cambridge, ein Neu-London wäre auch noch die Möglichkeit und da können wir auf jeden Fall hin. Also Neu-London wäre dann die Alternative, aber wenn es geht, Magellan. Ja, wisst ihr was dann? Die ganze Kohle jetzt reinstecken. Kaufen! Sehr gut. Machen wir. Dann nehme ich jetzt hier gar keinen Kopfgeldjägerauftrag an, sondern wir machen jetzt eine Handelsreise. Das wird cool. Hier, Kusari-Polizei, HG-8 für Freelancer Alpha-1-1. Was dagegen, wenn ich einen Blick in den Frachtraum werfe? Ja, aber nein, oder? Du machst es trotzdem. Okay, alles sauber. Magellan. Ach, dammit, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wo eigentlich im Magellan-System wir das Zeug verkaufen sollen. In der Basis Magtan. Ist sie das da? Ja, da würde ich gern hin. 37 Wegpunkte. Na, da sind wir jetzt ein bisschen unterwegs, aber ich hoffe, das lohnt sich. 37 Wegpunkte. Naja. Dann mal los. Wegpunkt Nummer 1. Ich wollte schon sagen, abgehakt, aber irgendwas stimmt nicht. Müssen wir warten, bis jemand anders durchfährt, oder... Anscheinend. Warten wir auf die oder warum? Was machen wir hier? Warum parken wir hier, Autopilot? Anfliegen. Andocken. Ah, ich habe einfach nur nicht auf Andücken gedrückt. Mein Fehler. Handücken. Yes! Sehr gut. Dann waren es nur noch 36. Da sind wir 0, nix. Wenn ich nicht vergesse, auf Andocken zu klicken, dann... ist es quasi nicht mehr weit. Oh, der Planet ist auch schön. Planet Azo. Cool. Aufgabenziel erreicht. Oh, hier wird gekämpft. Aber wer kämpft denn hier? Die Drachen. Gegen die Samura. Zum Glück sind mir die Drachen momentan noch komplett egal. Da mische ich mich nicht ein. Ich wurde erfasst. Bandit zerstört. Bandit zerstört. Kenne ich die Drachen überhaupt? Sind die schon hier drin in meiner Beziehungsliste? Auf die Schnelle nicht. Oh, es gibt so viele Fraktionen und Firmen und was weiß ich was, dass es crazy ist, Mensch. Einfach nur verrückt, oder? Zerstörte Jäger 255, zerstörte Schlachtschiffe 1. Angeblich kein Frachter und kein Transporter. Das kann sogar sein. Das ist wahrscheinlich eher, wenn man sich entschließt, irgendwie Pirat zu sein, dass man dann sehr viele Frachter und so zerstört. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Achtung, Navigationsgefahr. Oh, was ist denn das? Ich muss gerade mal kurz gucken. Das sieht irgendwie cool aus. Sind so die anscheinend Schlachtschiff
Ich muss mal ganz kurz andocken. Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Eigentlich blöd, weil es gibt ja auch auf dem Planeten den schweren Jäger, den Barracuda. Aber bis jetzt gab es immer auf den Schlachtschiffen die schweren Jäger. Jetzt muss ich mal hier bei dem Schlachtschiff andocken, ob die da zufällig einen noch schwereren Jäger haben. Den superschweren Jäger. Den schwersten Jäger überhaupt. Heavy Mac Havington. Da ist er, Heavy Mac Havington, der schwerste Jäger überhaupt. Ist tatsächlich ein anderer schwerer Jäger, der Drache. Aber inwiefern ist er anders? Ich habe jetzt die genauen Werte von dem anderen nicht mehr im Kopf, aber wenn ich mir das so ansehe, hat der ein bisschen weniger Laderaum als der Barracuda, aber sonst ist er gleich, oder was ist der Unterschied? Würde mich jetzt interessieren, steht es hier vielleicht irgendwo? Dieses Schiff, auch Zahn der Schlange genannt, rasiermesser scharfe Rache, das mit der Drache vereint Form und Funktion und bietet nicht nur unschlagbare Offensive und Defensive, sondern auch betrachtlichen Frachtraum in den Händen eines erfahrenen Piloten. Ja, aber was jetzt besser, Drache oder Barracuda? Also vom Namen her Drache. Und die Flügel sehen auch lustig aus. Leisten können wir uns den natürlich trotzdem nicht, aber noch nicht. Weil wenn wir unsere Ladung erstmal verkauft haben, dann sind wir reich. Hier könnten wir noch billig Giftmüll kaufen. Aber das machen wir nicht, weil wir haben keinen Platz mehr im Frachtraum. Alpha 1-1, hier Schlachtschiff Nagumo. Alles klar für den Start. Gute Reise. Danke. Aber gut, dass ich nochmal geguckt habe. Jetzt müssen wir uns echt entscheiden, Barracuda oder Drache. Ich würde spontan den Drachen bevorzugen, glaube ich. Naja, jetzt hoffen wir mal, dass wir in dieses Magellan-System noch fliegen können, ohne dass da überall Liberty-Polizei ist, die uns hinterherjagt. Und wenn nicht, dann müssen wir, glaube ich, nach Neu-London oder so. Wo können wir den Schrott eigentlich gut verkaufen? Auf jeden Fall nicht, während wir im Hyperraum sind. Da müssen alle Systeme ausgeschaltet sein. Ich verstehe. Andocken. Ich bin begeistert, wie lang wir hier schon rumfliegen können, ohne dass wir von sämtlichen Personen überfallen werden. So, Schrott. Wo werden wir Schrott denn gut los? Die Bergbaustation Strokes in Leeds wäre perfekt. Kommen wir da vorbei? Ja, da kommen wir vorbei. Da muss ich drauf achten. Nicht, dass ich dran vorbeifliege versehentlich. Wo sind wir denn jetzt gerade eigentlich? Tau 29, dann Tau 31 und dann Leeds. Okay, cool. Dann können wir dann einen kurzen Zwischenstopp machen, um den Schrott zu verkaufen. Bringt auch ein bisschen was. Auch nicht schlecht. So, und da wir jetzt länger rumfliegen und nirgends andocken, machen wir jetzt hier für heute mal Schluss. Und morgen machen wir dann hier auf unserer Handelsroute nochmal wieder weiter. Danke fürs Zusehen und bis morgen. Ciao.